Letzter Schultag am Glückauf-Gymnasium in Dippoldiswalde. Ab Montag soll nicht mehr hier, sondern wie überall in Sachsen, zu Hause gelernt werden. Für diese Schüler des Abiturjahrgangs ist die Entscheidung nachvollziehbar. Aber dass es jetzt schon nächste Woche ist, ich meine, uns fehlen jetzt auch viele Noten in vielen Fächern noch. Jetzt die anstehenden Vorabiturprüfungen sind natürlich schwierig zu bewältigen, wenn man sich den ganzen Stoff selber beibringen muss. Aber ich denke, da wir das im Frühjahr schon hatten, diesen Lockdown, und uns da ein bisschen zurechtlegen konnten, wie wir das alles handeln, denke ich, dass es schwierig wird, aber wir es trotzdem schaffen können. In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wird es ab der 8. Klasse keinen Präsenzunterricht mehr geben, ebenfalls ab Montag. In Baden-Württemberg herrscht zwar Ausgangssperre, Schulen und Kitas sollen trotzdem offen bleiben. In Bayern schloss der besonders betroffene Landkreis Regen die Schulen. Der Unterricht soll trotzdem weitergehen, da immerhin sind sich die Länder einig. Wir sind der Auffassung, dass die Ferien nicht verlängert werden sollen, sondern dass lieber vor- und nachgeschaltet werden soll. Entweder Fernunterricht oder gegebenenfalls eine Befreiung von der Präsenzpflicht, Wechselunterricht. Das sind ja die drei Modelle, die wir haben. Die Erinnerungen an den Lockdown im Frühjahr sind bei vielen noch frisch. Wie es diesmal läuft, wird sich zeigen. Doch auch die Schulgemeinschaft wird fehlen. Wir haben auch einen Erziehungsauftrag. Und das konnten wir vor den Sommerferien nicht über einen längeren Zeitraum. Und das können wir jetzt in der Woche vor den Weihnachtsferien und in der Woche nach den Weihnachtsferien auch nicht. Das bewegt mich auch ganz besonders. So, na dann, schöne Weihnachten. Mit dem Klingelton endet der Schulunterricht in Sachsen für dieses Jahr. Wann man sich hier wieder sieht, ist noch nicht so klar.